So. Wenn ich cool drauf bin, habe ich genau jetzt eine neue Folge beginnen lassen. Das hängt ja immer davon ab, wie ich schneide. Kommt immer drauf an, wie ich schneide. Entweder Irokesen oder Pony-Schnitt. Auf jeden Fall, der Flachwitz des Tages, den mache ich am besten gleich zu Beginn. Dann vergesse ich den nicht. Den habe ich aber schon gebracht, den Witz. Ich kann es beschwören. Den habe ich... Ich glaube, den habe ich bestimmt gebracht, als mir keiner mehr einfiel. Ich mache einfach den nächsten... Ach nee, der ist schlecht. Dann machen wir mal... Machen wir mal den etwas längeren. Warum haben Elefanten rote Augen? Damit sie sich besser in Kirschbäumen verstecken können. Ja, was denn? Hast du schon mal einen Elefant im Kirschbaum gesehen? Nein? Ja, da siehst du mal, wie gut das funktioniert. Ist eigentlich auch kein Flachwitz, ist eigentlich irgendwie... Nee, es ist kein Flachwitz, es ist irgendwie so ein Ding. Weiß ich nicht. Flachwitz ist was anderes. Flachwitz ist es, wenn du Schmerzen hast. Wenn du beim Flachwitz Schmerzen hast, dann ist es ein sehr guter Flachwitz. Das ist einfach nur... Da fragt man sich, warum nur. Was mache ich hier eigentlich? Soweit will ich gar nicht bauen. Oder? Möchte ich das? Theoretisch, wenn wir das hier alles wegbauen... Jetzt reicht's dann aber mal, ey. Ich muss mal hier... Ich bin... Manchmal... Ja, bau mal hier... Bau doch die ganze Welt ab. Sonst weißt du was? Eigentlich könnte ich jetzt schon mal anfangen. Das Feld oder die Felder zumindest abzugrenzen. Ich muss übrigens mal ganz kurz überlegen. Ich habe mir sagen lassen, dass man Melonen, ich bin natürlich immer gut informiert, nicht, dass Melonen natürlich auch im Dschungel zu finden sind. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ich gehe jetzt mal spontan los. Das ist eigentlich so eine Krempelkiste, ne? Eigentlich bräuchte ich eine Kiste mit Werkzeug. Ich weiß nicht, wo ich das, Schaufeln. Wobei, hier kommt eigentlich nur so Schrott wie Blumen, Knochen und so weiter. Braucht man alles nicht. Spinnauge. Wer braucht denn schon Spinnauge? Pfeile. Das brauchen wir alles nicht. Ich brauche eigentlich nur ein Schwert. Ein paar Spitzhacken, Schaufeln. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht. Und Essen. Essen haben wir ja genug. Eine Axt höchstens noch. Weil wenn wir schon mal da sind, dann nehme ich auch Dschungel. Jetzt habe ich es verraten. Wir gehen in den Dschungel. Überraschung. Auf jeden Fall, ich brauche eine Axt. Ich habe ja Material dabei. Ja, Überraschung. Wir gehen in den Dschungel. Oh, es wird dunkel. Wir gehen schlafen. Na schön. Was? Du kannst... Ach so. Geh mal schneller unter. Ich will schlafen. Das ist ja voll fies. Dann kann man ja gar keinen Mittagsschlaf machen. Das ist ja voll doof. Ja, guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkern. Hallo. So, in welche Richtung war der Dschungel nochmal gleich? Ach, wir gehen einfach los und gucken, wo wir hinkommen. Ansonsten, ja, wir finden schon nach Hause. Ich vertraue mir da selber. Ich hoffe, wir finden jetzt auch Melonen. Ansonsten, Kürbisse findet man auch so in der Natur. Vorwiegend in Sumpfgebieten, glaube ich. Meine ich zumindest gelesen zu haben. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo, in welche Richtung es wohin geht, aber
Ach, guck mal, da hinten ist sogar Sumpf. Das ging ja schnell. Also vorwiegend in Sumpfgebieten, wo auch Pilze wachsen und so. Und was auch natürlich interessant zu wissen wäre, zum Thema Pilze. Es gibt ja Pilz Island, ne? Übrigens, habe ich am Anfang der Aufnahme ganz vergessen zu sagen, willkommen zurück in Lost Island. Ich möchte ja den neuen Titel dieser Welt hier immer, ne, propagieren. Auf jeden Fall, ja, Pilzland. Es gibt auch hier so Pilz Island, nenne ich es immer gerne. Pilz Island. Wo ist Pilz Island überhaupt? Ich meine, es müsste ja theoretisch irgendwo... Meistens ist es immer da zu finden, man muss irgendwie über einen Ozean gehen. Oder schwimmen, meine ich. Oder mit einem Boot drüber fahren. Bis man an einem neuen Biom ankommt. Und das ist dann, wenn man Glück hat, kommt man dann wirklich zur Pilzinsel. Jetzt ist aber die Frage, da die Weltgröße ja begrenzt ist hier auf der PS3. Übrigens auch mal interessant zu wissen, ob bei der PS4 die Welt größer ist. Das muss ich immer noch nachgoogeln. Ich habe das, glaube ich, schon mal in Frage gestellt. Dann wäre... Ja, weiß ich nicht. Gibt es das in PS3 überhaupt? Ich meine, PS3, ne, wird ja immer benachteiligt. Seit es PS4 gibt. Ich sage nur Mittelerde. Alter, Mittelerde. Ich habe es im Urlaub auf der PS4 gezockt, ne? Ich kannte bislang nur die PS3-Version. Wer die PS3-Version von Mittelerde Mordor Schatten kennt, ne? Der wird wissen, wovon ich rede. Das... Boah, nee, das war ja... Das sind Weltenunterschiede. Nur weil jetzt eine Zahl anders ist, das ist unglaublich. Nee, Ach, hier ist schon Dschungel. Nee, ist das Dschungel? Nee, ist kein Dschungel. Ja, hier Sumpf, Kürbisse. Ich will Kürbisse haben. Ach, da hinten ist Dschungel. Da geht's zurück, ne? Ich verliere immer sehr oft und sehr schnell die Übersicht. Und auch die Orientierung. Tja, Kürbisse, Kürbisse. Warum heißen Kürbisse eigentlich Kürbisse? Cool, eine Höhle. Also theoretisch Spitzhacken und Fackeln hätten wir dabei, also... Ich meine nur. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich markiere sie höchstens mit Fackeln, damit wir wissen, hey, da ist was Wichtiges. Da müssen wir aber... Das funktioniert natürlich nur, wenn man nachts unterwegs ist. Jetzt kommt aber der Widerspruch. Ich gehe niemals nachts nach draußen. Zumindest nicht auf Reisen. Ach, das wird schon so... Wird schon auffallen. So, da hinten ist Dschungel. Ich laufe aber nochmal durchs Sumpfgebiet in der Hoffnung, Kürbisse zu finden. Wenn wir welche finden, dann können wir nämlich gleich richtig loslegen. Ich wollte jetzt eigentlich nur das Weizenfeld abgrenzen sozusagen mit Zäunen. Wenn es mir vergönnt ist... Wo geht's denn da runter? Wenn es mir vergönnt ist, würde ich das gleich auch gleich mit Kürbissen tun... Und mit Melonen. Kartoffeln und Karotten pflanzen wir selbstverständlich auch an. Tja. Dramatische Musik. Grundlos, weil wir einfach hier rumlaufen. Und da hört sie schon wieder auf. Ist das überhaupt noch Sumpfgebiet hier? Ich glaube nicht. Das ist jetzt einfach nur noch Wald. Da hinten ist Sumpf. Also nach Kürbissen sieht es hier nicht aus. Wobei ich meine... Okay, Winterlandschaft ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch. Obwohl, vielleicht... Seht ihr das? Guck mal, da leuchtet was orange. Könnte
das ein Kürbis sein? Oh, das ist ja cool. Ey, guck mal. Alter, da baue ich ein Haus hin. Nee, vielleicht eine Mine. Ich bin manchmal... Ich habe Glück, dass ich mir selbst nicht zuhöre. Oh, guck mal, Kürbisse. Alter, wie viele. Oh, lol. Will sofort haben. Yay. Wir suchen sie und wir finden sie. Alter, wie viele das sind. Unglaublich. Ich nehme mal alle mit, ne? So. Wie viele sind das jetzt? 9 Stück. Ich weiß nicht, wie viele Kürbissamen man aus einem Kürbis rausholen kann, aber... Ich schätze... Ich weiß gar nicht, wie viele sind das eigentlich? 4 Stück oder... Ist auch egal. Wir haben 9 Kürbisse. Die reichen vollkommen. Ja, guck mal, das ging jetzt schnell, ne? Kürbisse haben wir... Ich muss mal kurz das Ladekabel vom Controller hier wegtun. So, es nervt mich nur. Ah, außerdem kann ich mich jetzt hier ein bisschen bequemer hinsetzen. So, Kürbisse haben wir gefunden. Ich bin glücklich. Jetzt fehlen nur noch die Melonen. Wo war denn das Dschungelgebiet? Das war doch in dieser Richtung, oder? Ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen... Ah, okay, wir sind hier im Dschungel. Ich glaube, da hinten irgendwo ist unser Zuhause. Schätzungsweise. Keine Ahnung, wo wir sind. Ja, der Dschungel. Jetzt müsste ich eigentlich die Far Cry-Mucke anmachen. Wenn wir schon mal hier sind, im Dschungel meine ich, dann nehmen wir natürlich auch Dschungelholz, Dschungelsetzlinge und, wenn wir schon mal hier sind, Kakaobohnen mit. Viel mehr Kakaobohnen. Oh, wo geht's da rein? Ich geh doch nicht rein, ich geh doch nicht rein. Ich hab Angst, ich versteck mich hinter einem Baum. Komm doch her, du Spasti. Hallo. Wie geht es Ihnen? Boah. Unfreundlicher Mensch. Überraschung. Achso, ich dachte, steht um die Ecke. Mann. Kann ich nicht irgendwie hinlocken? Hier, guck mal. Oh, falsch. Guck mal. Magst du keine Kartoffeln? Kartoffeln schmecken gut. Obwohl, so wie du aussiehst, du isst nicht sehr weh. Du isst nicht sehr viel, oder? So. Tja, wo befinden wir uns denn hier? Hallo Echo-Effekt. Ich sehe mich nur ganz kurz um. Ich möchte nur ausleuchten, also... Ich bin jetzt hier nicht auf irgendeiner Mission unterwegs. Andererseits, so wie sich das hier reinzieht... Okay, ich höre hier auf. Ein bisschen was nehme ich dann doch mit. Aber nicht viel. Nur ein bisschen Eisen. Weil ich bin auf Höhlentour, bin ich leider nicht vorbereitet. Ich würde mich jetzt gerne umsehen. Es ist wie ein Drang gerade, aber... Nein, das wäre doch... Ich bin auf der Mission unterwegs, Melonen und Kürbisse zu sammeln. Eins davon haben wir bereits. Ich will nur noch die Melonen und dann bin ich hier weg. Diese Höhle können wir später mal erforschen. So. Ein bisschen Kohle muss sein. Dann brennt die Welt von ganz allein.
Eisen ist toll. So, das Eisen werden wir noch brauchen für die Schmiede, weil wir brauchen ja gut, ein Amboss, der zieht relativ viel Eisen und überhaupt, wir wollen auch ein paar Werkzeuge und Waffen auf Vorrat und natürlich Rüstungen, ganz wichtig, Rüstungen auf Vorrat besitzen. All diese dramatische Musik, Herzinfarkt, Eisen, Gollum. Hey, ihr müsst mal chillen. Alter. Es ist Eisen. Kein Grund zur Panik. Oh mein Gott, werden wir das Leben rausschauen? Oh nein, es ist Nacht. Das ist ein Zombie. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Wir werden sterben. Es ist alles vorbei. Ich werde jetzt mal doch was gechillt. Ach, jetzt hört sowieso auf. Okay. Ist das Zombie weg? Ich möchte aber noch nicht da nach draußen. Das ist gruselig. Sehr gruselig. Hör auf zu heulen. Ah, frische Luft. Wir waren noch so lange drin. Jetzt ist natürlich das Problem. Nicht der, sondern das. Es ist Nacht. Es ist dunkel. Monster sind unterwegs. Und ich mag keine Monster. Zumindest nicht, wenn ich im Wald unterwegs bin. Da sind die mir sehr, sehr ungelegen. Oh Gott. Schwert sollte ich vielleicht mal aktivieren. Ja. Du kannst mich mal kreuzweise. Du kannst mich mal kreuzweise, Creeper. Spinne. Lalala, ich laufe hier einfach random durch. Ich kann überleben. Aus Prinzip. Noch ein Skelett. Noch ein Zombie. Noch ein Baum. Jetzt sollte die dramatische Musik laufen. Was ist das denn hier schon wieder? Nee, ich stehe hier ganz ungünstig, wenn ein Skelett in der Nähe ist. Hör auf, mich abzuknallen. Ich knall dich auch nicht ab. Ach du Scheiße, ein Spinnreiter. Laufen. Laufen, was das Zeug hält. Wir müssen laufen, um zu überleben. La 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 la. Scheiße. Oh Gott, Schnee. Endlich. Ein bisschen mehr Licht. Meine Güte. Erstmal was essen, damit sich unser Leben wieder regeneriert. Also die Orientierung habe ich schon vollkommen verloren, ne? Also wir werden nie wieder zurückfinden. Wir brauchen noch Fichtenholz. Habe ich doch letztens noch in der Folge gesehen. Da habe ich irgendwie behauptet, wir brauchen Fichtenholz. Muss wichtig sein. Alter, man sieht so viel. Oh, alles hell erleuchtet. Ich bin froh, dass es nicht hier dass die KI nicht so funktioniert, dass die Viecher von Licht angelockt werden. So. Fichtenholz. Natürlich auch die Setzlinge mitnehmen, ne? Fichtenholz haben wir, glaube ich, noch. Aber ist da noch ein Baum? Ich kann das gar nicht erkennen. Ja, doch ein bisschen was ist da noch. Jetzt müsste es gewesen sein, aber da komme ich jetzt nicht dran. Ich will dieses Stück Holz. Ich will das Holz. Komm. Na. So. Und die Fackel mitnehmen. Wir wollen ja sparen. Sagte der Mann, der irgendwie mit 50 Fackeln eine Höhle markiert hat. Ihr müsst übrigens auch, also ihr könnt, ne? Müsst ihr gar nichts, aber wenn ihr das möchtet, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben,
ob ihr die 30 Minuten überhaupt wollt oder ob ihr sagt, das ist zu viel. Kann ja auch sein. Dann mache ich wieder auf 20. Ich kann natürlich nicht, das müsst ihr auch bedenken, wenn ich so 4-5 Folgen am Stück aufnehme, dann kann ich im Video selbst nicht auf die Kommentare eingehen, weil ich das ja am gleichen Tag noch aufnehme. Also das ist, ne? Bedenkt das bitte. Ich werde aber die Kommentare natürlich beantworten, also jetzt hier schriftlich und so, ne? Da kann ich euch das dann sagen. Aber es funktioniert dann eben nicht, wenn, ne, wenn ich jetzt in dieser Folge zum Beispiel in Folge 64 frage, passt euch die Folgenlänge? Und ihr sagt, ne, ist scheiße. Dann kann ich nicht in Folge 65, die ich ja schon aufgenommen habe, dann kann ich da jetzt nicht 20 Minuten machen, weil die ja schon fertig ist. Das ist, ne? Mann, ich will hier nicht rumlaufen. Hier laufen mir zu viele Leute rum. Ich will doch nur in den Dschungel. Guck mal da hinten. Geht das da nach Hause? Sind wir die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen? Oder ist das wieder eine andere Gebirgskette? Auf der anderen Seite, wo ist der Dschungel? Da hinten ist der Dschungel, glaube ich. Oder ist das normaler Wald? Ich höre eine Spinne. Ach, da. Ja, ja, ja. Stirb. Ich glaub's nicht, dass die uns jetzt noch was abgezogen hat. Ich war mir sicher, wir kommen ohne Schaden davon. Ach, ich bin so blöd. Jetzt habe ich die Setzlinge gar nicht mitgenommen. Ist das Fichte hier? Nee. Ach, Arschlecken. Warum kann ich... Ach, kack drauf. Es ist nicht der letzte Fichtenbaum, den wir finden. Vielleicht finden wir auf dem Rückweg noch einen. Dann bleibe ich da so lange stehen, bis die Setzlinge runterkommen. Ah, Creeper. Diese Creeper... Oh, no. Wenn ich was hasse, dann sind es Creeper. Die Musik passt jetzt. Na toll. Oh, endlich ist es Tag. Es wird hell. Die Sonne geht auf. Ich bin jetzt irgendwo rumgelaufen, ne? Ich laufe die ganze Zeit einfach nur von den Viechern weg. Und ich finde nie wieder nach Hause. Wobei, dieser Berg mit dem Baum da oben kommt mir bekannt vor. Hm. Ey, guck mal, das Gebirge an sich finde ich eigentlich ganz cool. Das kommt mir sogar sehr bekannt vor hier. Verdammt, ich finde doch nie wieder den Dschungel. Hey, natürlich kommt mir das bekannt vor. Da hinten die Lava und so. Es fühlt sich so an, als würde es mir bekannt vorkommen. Wenigstens ist es jetzt Tag. Ja, guck mal, die schwebenden... Da hat die schwebenden Erdstücke da. Und ein Creeper. Kommt mir sehr bekannt vor. Nee, auch da hinten. Da hinten da, das... Das sieht so aus, als hätte ich hier mal was Krankes geplant. Hier, dieses schwebende Klotzstück-Dingens da. Der schwebende Felsen. Sieht auch sehr cool aus. Hey, vielleicht können wir den Creeper austricksen. Hallo. Du stinkst. Er geht wirklich... Scheiße, ist ja Wasser. Egal, aber er ist verbrannt. Es geht ums Prinzip. Er war dumm genug, um in die Lava zu laufen. Aber leider auch schlau genug, um dann ins Wasser zu gehen. Hey, guck mal.
Hier ist Lava, voll cool. Oh. Verdammt, die KI ist zu gut. So, der läuft uns erstmal hinterher. Ihm erlaube ich es, er darf uns mal ein bisschen stalken. Während wir den Dschungel suchen. Da hinten ist Winterlandschaft, da gehe ich als erstes hin, weil wegen Fichten. Oder ich nehme einfach... Nee, das ist noch Eichenholz, ne? Ach. Ach, Gottchen, ich weiß, wo wir sind. Ja, natürlich, das ist die Winterlandschaft, wo wir immer die Fichten gesucht haben. Und da hinten, das ist die Plattform, wo wir, glaube ich, die den Freiheitsschweinturm bauen wollen. Ja, na klar, das sah nach so... kann auch sein, dass ich mich täusche. Vielleicht sieht diese Gegend hier ähnlich aus, aber... es kommt mir doch sehr bekannt vor. Und da hinten ist der Dschungel. Ich behaupte sogar, dass in dieser Richtung unser Zuhause liegt. Glaube ich. Keine Ahnung. So, nehmen wir noch ein bisschen Fichtenholz mit. Ey, diese neue Folgenlänge, die irritiert mich voll. Ich denke die ganze Zeit, die Dings ist vorbei. Ich habe immer Angst, dass ich den Flachwitz verpasse. Oh. So. Und wieder abbauen. Ja, ich bleibe jetzt mal hier stehen, bis die Setzlinge runterfallen. Im Inventar haben wir noch genug Platz. Ja. So, einen haben wir. Ich warte natürlich noch, bis noch mehrere kommen, ne? Mit einem Setzling gehe ich nicht nach Hause. Würde das denn theoretisch schneller gehen, wenn ich die abbaue, oder spawnen die Setzlinge nur, wenn die von alleine abfallen? Auf der einen Seite will ich aber nicht hier 2 Stunden warten, bis hier mal irgendwas runterfällt. Deswegen kümmere ich mich selbst drum. Boah, weiß nicht, mit Schwert, mit der Fackel. Ja, mehr geht sowieso nicht. Ich baue mich nochmal ein bisschen höher. Weil ein paar Setzlinge will ich dann schon haben. Ich glaube, die spawnen nur, wenn die von alleine runterfallen. Kann das sein? Da flog jetzt gerade eins. Oder es war eine optische Täuschung. Keine Ahnung. Oh, war eine optische Täuschung. Scheiße. Ich brauche aber einen Setzling. Was? Setzling? Habe ich das eingesammelt? Jawohl, war ein Setzling. Ich glaube, die spawnen nur, wenn die Blätter von alleine abfallen vom Baum. So, ich bleib jetzt mal hier stehen. Oh, Blumen. Ja. Ja, könnte etwas länger dauern, aber ich habe ja Zeit. Ich bin ja noch jung. Hallo, jetzt mach doch mal. Ich brauche doch nur Setzlinge. Der Dschungel ruft uns. Ich kann es hören. Oh mein Gott, automatisches Speichern in. Dafür hat er jetzt aber lang gebraucht, sonst geht das immer ratzfatz.
Ah, hier haben wir noch einen.